So, da bin ich wieder. Ach, hier bin ich wieder. Oh Gott. Ich wollte den Spruch extra nicht bringen, jetzt habe ich ihn doch gebracht. Gut, weiter geht's mit unserer schnieken Weltraumreise hier. Oh, die Luftschiffe von Bowser. Die Luftarmada des Bowser Jr. Kleine Referenz an mein Let's Play von Super Mario Maker 2. Es hört mit den Referenzen irgendwie nicht auf. Da merkt man mal, wie voll dieses Spiel hier mit irgendwelchen Anspielungen ist. Von hier aus erreichen deine Angriffe sie nicht. Kannst du nicht irgendwas zurückschleudern? Oh, Toadie, ey, deine Stimme, die wird auch sehr strapazierfähig sein. Sehr strapazierfähig? Nö, das wollte ich jetzt irgendwie nicht sagen. Deine Stimme mit meiner Stimme strapazieren, das wollte ich damit sagen. Zack. Diese komischen Oktoviecher hier noch erledigen. Okay. Na Mario, pass auf, dass du nicht hier in diese Schrauben reinkommst. Dann gibt es schneller Pasta, wie dir lieb ist. Die Sequenz hat mich gerettet. Und da ist er, der König. Der König. Der König der Oktolinge? Nein, halt, Moment, falsches Spiel. So, wir müssen halt immer diese Kokosnüsse zurückschleudern, die er hier auf uns schießt. Oh je, oh je, da hat er seine Krone verloren und das gefällt ihm gar nicht. Mario, rutsch doch nicht so ekelhaft. Mario! Mario! Muss auch sagen, hier dieser Rand hier. Ich weiß nicht, aber das sieht aus wie so. Dieses Schokoladenüberzug. Oder irre ich mich da? Das sieht doch voll danach aus. Jetzt habe ich Hunger. I got the star! Woohoo! Oh, yeah! Roter Königs-UFO-Armada. Speichern? Ja. Leute, ich habe zwar gesagt, ich will, nachdem ich den dritten Stern hier in diese Galaxie geholt habe, möchte ich eigentlich eine Pause machen, aber wisst ihr was, komm, wir machen noch ein bisschen weiter. Man gönnt sich ja sonst nichts, wir können jetzt hier erstmal nichts weiter tun, also auf zur Honigbienen-Königreich-Galaxie. Auch eine der ikonischsten Welten in diesem Spiel. Vor allem, weil wir da unsere erste richtige Verwandlung bekommen. Fliegbienen Mario, da Fliegbienen Mario. Oh Mario, warum rutsche ich gerade in die Luigi-Stimme? Oh yeah, Luigi. Wenn ich mich richtig erinnere, werden wir Luigi hier auch noch während unseres Playthroughs hier mit Mario begegnen. Auch mal ganz witzig. Willkommen in der Galaxie. Hallihallo, kleine Biene. Das ist das Honigbienenkönigreich. Warte mal, ich will irgendwie eine bienenmäßigere Stimme geben. Das ist das Bienenkönigreich. Unsere Königin reagiert. Sie reagiert dieses Land. Sie regiert dieses Land. Großartig vorgelesen. Summ, summ. Sternenteile, gib mir Sternenteile. Na, was hast du zu sagen? Neuankömmlinge müssen die Königin begrüßen. Ah, alles klar. Okay, ich muss nochmal überlegen. Wo muss ich nochmal genau hin? War das hier? Hier oben irgendwo? Hier irgendwo? Da oben drauf? Moment. Nochmal. Jawohl, geht doch. Da vorne ist die Königin. Na, ihr kleinen Stinkkäfer.
Ach Gott, apropos Stinkkäfer. Ich wohne ja in einem Wohngebiet und das liegt am Rand von einem Wald. Und dann zur Herbstzeit haben wir immer so, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, wir haben da immer so ekelhafte Stinkwanzen bei uns auf dem Balkon. Das ist richtig widerlich. Dann versuchen die Mistviecher auch immer zu uns in die Wohnung reinzukommen. Die tun eigentlich nichts, diese Viecher, aber die sind so ekelhaft. Aber was nicht ekelhaft ist, ist die Tatsache, dass wir zu Bienen-Mario wohnen. Du wurdest zu Bienen-Mario. Halte B gedrückt, um zu fliegen. Halte B gedrückt, um einen fliegen zu lassen. So, nur als Bienen-Mario können wir hier auf diese Blüten drauf. Wenn wir ein normaler Mario sind, dann geht das leider nicht. Dann gehen die Blüten leider kaputt. Warum auch immer. Lecker Honig. Lecker, lecker Honig. Gehst du weg. Gehst du weg. Ihr niederes Volk. Wir sind das Bienenvolk. Wir sind das beste Volk im Insektenreich. Oh Gott, jetzt habe ich schon wieder so eine Referenz im Kopf, ey. Bug Bumble? Kennt das einer von euch? So ein altes N64-Spiel? Einer von Rüdigers Lieblings-N64-Spielen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt muss ich gucken, ich muss da irgendwie hoch. Irgendwie da oben doof kommen. Und es tut mir leid, wenn ich hier so viele Referenzen in dieses Let's Play bringe, aber dieses Spiel schreit quasi einfach nur so danach. Es steckt einfach voller Referenzen, egal ob irgendwelche Andeutungen auf andere Spiele oder aus Zeiten aus meiner Kindheit oder Let's Play technisch von anderen Let's Playern oder so. Es ist einfach furchtbar. Juhu! Da vorne ist die Bienenkönigin. Die dicke, dicke Königin. Oh, Honig, ja. Und weil wir Bienen-Mario sind, können wir uns hier an diesen Honigwaben festhalten. Honigwaben. Nein! Mario! 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 Oh Gott! Das hätte dezent schief gehen können. Oh Gott, reicht das? Es reicht nicht! Es reicht nicht! Es reicht nicht! Nein, 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 nein! Ficken. Nein, das habe ich nicht gesagt. Und dann halt eben langsam folgen wir den Weg der Honigwaben. Der Weg der Honigwaben, das klingt auch wieder richtig episch. Huch! Ups! Okay, das war jetzt dezent überraschend. Oh, wer bist du denn? Okay, das klingt jetzt ein bisschen wie eine Schlange. Wer bist du denn? Egal, wer du bist. Ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Kannst du dir das nicht mal ansehen? Schon mal was von Waschen gehört? Hab gehört, das soll helfen. Aber was rede ich denn hier von Waschen? Als ob ich eine Ahnung davon hätte. Ich bin doch Gamer. Man muss aber sagen, das Fell sieht schon richtig plüschig aus. Das sah auch damals auf der Wii, sah das schon richtig schön krass detailliert aus. Also richtig schön flauschig. Muss man ja mal sagen. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere dich drum. Ja? Nachbarskinder oben drüber, die rasten wieder aus. Und ich hasse das, wenn die das machen, wenn ich Aufnahme mache. Da, bum, 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 bum. Da rumpelt und pumpelt es da wieder über mir. Ach, guck mal da. Die Dudes sind ja auch wieder da. Och Gott, sag mal, halt auf, da oben rumzutoben. Meine Fresse. Ich meine, ihr könnt von mir aus da oben rumtoben, aber nicht, wenn ich aufnehme. Kreis! Eine Biene! Nanu? Mario? Mario, du bist! Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Ja, das ist etwas, was ihr gut könnt. Ich frage mich, wie lange der lilane Toad es da hinten schafft, so auf einer Hand stehen zu bleiben.
egal. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Luigi, ja, habe ich doch vorhin gesagt. Der kommt auch hier in diesem Run vor. Ah, ganz vergessen, wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn dir. Nimm ihn bitte. Lies gefälligst das, was da steht, Junge. Oh, du bist ein ganz stylischer, oder? Hallo, Mario. Servus. Oh, yeah. Jo, wir landen hier. Wenn wir hier landen nach einer Mission, dann ist irgendwie was Besonderes immer. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Sweet. Mario, dein Name ist Mario, nicht wahr? Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Mario. Irgendwie ruft dieser Name Erinnerung wach. Let's go! 35. Jubiläum von mir! Ich habe 35 Jahre Jubiläum, Rosalina! Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Eine tolle Garage, irgendwie fehlt da die Hälfte. Na, dann gucken wir doch mal, was die Dudes uns so zu sagen haben. Wuhu! Na ja. Wo bin ich? Ich will schnell nach Hause. Hallo Mario, alle haben es geschafft. Die Luma wollen uns ein Raumschiff bauen, beim Raumschiff bauen helfen. Wenn es fertig ist, suchen wir gemeinsam nach Prinzessin Peach und dem Powerstern. Ah, du bist schlau wie Schlumpftot. An dich erinnere ich mich noch gut. Anscheinend ist das die mobile Basis dieser Rosalina. Aber wer ist sie eigentlich? Doch nicht etwa eine Hexe? Nein, das kann nicht sein. Hey, Captain Toad! Alter, mach mal deine Glühbirne da oben aus, du blendest mich total. Mario, wir haben es auch irgendwie bisher geschafft. Wir helfen dir, die Powersterne und Prinzessin Peach zu befreien. Ich meine Prinzessin Brief. Du kannst auf uns zählen, Mario. Wir sitzen alle im selben Boot. Wer hätte gedacht, dass du, Dude, mal ein eigenes Spiel bekommen würdest? Ja, und das mit Prinzessin Brief, das war eine Anspielung auf Rüdigers Let's Play, als Keanu bei ihm zu Gast war und er beim Vorlesen in der Zeile verrutscht ist. Da ist aus Prinzessin Peach einfach mal Prinzessin Brief geworden. Hier ist ein Peach von Prinzessin Brief. Prinzessin Brief hat uns einen Peach geschickt. Herrlich. Bin ich gut. Ach ja. Schöne Zeiten waren das. So. Gucken wir mal, was wir noch machen können. So, wir brauchen hier also noch 8 Sterne. Oh, wir können das hier schon öffnen. Okay. 8 Sterne brauchen wir hier insgesamt, damit wir hier hin können. Machen wir einfach mal weiter mit der Honigbienen-Königreich-Galaxie. Notfall am Wachturm. Was haben wir denn jetzt schon wieder für einen Notfall? Alarm! Alarm! Na, sag mal, ein Kleiner. Ein Stein ist heruntergefallen. Ja, das kommt gerne mal vor, habe ich gehört. Oh, okay.
Ach verdammt, wenn ich jetzt die Fragezeichenbox gleich getroffen hätte, dann hätte das mehr als Dall gehabt. Okay. Bah. So, wo muss ich jetzt nochmal genau hin? Ich glaube, der Sternenring, der verrät's mir schon. Hui! Sehr schön. Auf über die Brücke. So, jetzt müssen wir wieder unsere Wandsprungfähigkeiten unter Beweis stellen. Oh yeah! It's me, Mario! I'm number one! I'm the number one of Wall Jump! Whoa, 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 whoa. Okay, wo sind wir hier wieder gelandet? Ja. Wow, eben wusste die Gravitation nicht, wohin mit mir. Ein Powerstern. Nicht Powerstern, ein... Ja, Regenbogenstern. Nennen wir es halt so. Kamera. Ach, toll, sind die Sternteile weg. Muss ich glaube ich wieder nach oben. Hui! Hm, da hinten ist die Bienenkönigin. Ja, was hast du mir zu sagen? Die Stinkkäfer haben unseren Wachturm übernommen. Kann ja mal so nicht angehen, oder? Was macht denn der Schalter da unten? Achso, das ist nur so eine Sprungplattform. Okay. Hier unten noch irgendwie was übersehen? Nö, oder? Na, ihr Stinkkäfer. Ihr Mistviecher, die uns dieses Jahr wieder mal eine ordentliche Plage waren. Das Windmühlenrad dreht sich. Und dann kommen wir auch hier hoch. Halt, warte auf mich. Nein! Verdammt. So, weil in diesem Level erfahren wir, dass es so ein, ja, so ein kleines Streitproblem zwischen den Bienen und diesen ekelhaften Stinkkäfern gibt. Und deswegen denke ich mir einfach mal, ich bringe dein Kind um. Das ist mir auch noch nie passiert. Ja, das war die Rache dafür, dass ich sein Kind umgebracht habe. Na, komm mal her. Du wirst dein Kind gleich wiedersehen. Versprochen. Bitteschön. Ich bin wieder so grausam und gemein, ich weiß. Alles klar, dann noch eine Mission. Bei der Honigbienen-Königreich-Galaxie. Und dann sind wir da auch fürs Erste fertig. Was waren die letzte Mission nochmal? Ich glaube, da ging es auch wieder um so Stinkkäfer, oder? Gegenangriff der Stinkkäferfamilie. Okay. Die heißen sogar wirklich Stinkkäfer. Geil. Ich wusste das nicht mehr, dass die wirklich Stinkkäfer heißen. Ah, ja, genau, das war dann mit diesem Bosskampf. Oh, oh.